Ich würde gerne. Ein Generalschlüssel wird benötigt. Und den Schlüssel komme ich woher? Hier sind noch so viele Gegner. Ich glaube, ich muss hier. Ich muss da ja durch. Muss ich da durch oder geht's auch hier lang noch? Ich muss hier rein. Denn dann kann ich diese Sitzung stoppen. Och komm, ey, das ist jetzt nicht euer Scheißernst, ey. Wie man so easy auf eine 40er-Kombo kommt, ey. Das glaube ich auch. Leute, danke. Ach Mann, ey. Aber sie sind ja schon eigentlich alle down jetzt. Ich muss nur noch durch seine Abwehr durch und dann weg ist er. So Leute, ist mir jetzt egal. Ich will den Schlüssel haben. Da war doch auch eben so ein Schlüsselsymbol, oder nicht? Erden her. Da werfen wir einfach mal zwischendurch. Zack. Aber eben war das geiler. Da war das so zwischendrin. Das war mega nice. Aber so zwischendrin noch ein Messer geworfen. Verstehe nicht, wo ich den Schlüssel jetzt herbekomme. Will ich jetzt noch nach dem suchen oder was? Oder nicht? Er wird mir halt nicht angezeigt. Eben war der doch hier, oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der mir hier angezeigt wurde. Ja gut, dann lassen wir das halt, denn da laufe ich jetzt erstmal weg. Ach Mann, und ich muss das nachher alles noch machen. Ich muss die Herausforderungen alle noch spielen, wenn ich die Platin-Trophäe haben will. Ist halt so. Was stand da jetzt? Och. Eielson ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Phil, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht,
kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir, Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otzo Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit, haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Ja, Sequenz 5. Berufsrisiko. Ja, muss ich ja drücken jetzt. Muss ich ja drücken. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starrick auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Starricks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Fry? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Okay, da haben wir jetzt mal mit Ausblick. Blitzschlagzeilen. Die Lady mit der Lampe. Und das war's, glaube ich. So, von den Hauptmissionen her. Da ist auch noch was. Freundschaftlicher Wettbewerb. Oh, hier oben haben wir jetzt was Neues. Katz und Maus. Karl-Marx-Erinnerung. Wollen wir das mal machen? Ja, ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt das alles mitmachen soll. Aber ich finde, sowas gehört doch schon eher dazu, als jetzt die ganzen Sachen zu sammeln, da die Truhen und so. Oder so die Straßenrennen, ja. Aber das ist schon, denke ich, eher was, oder? Ich hab ihn doch schon.
Ja, da denke ich, ne, da kann man das eher doch immer mit reinnehmen und die anderen nicht. Ah, jetzt muss ich hier auch noch hoch. Och Mann, Alter. Sag jetzt nicht, ich muss da noch rein finden. Okay, jetzt einfach nur hier rüber. Hören Sie zu. Ich wurde beauftragt, Ihre Kundgebungen zu verhindern. Nein, Sie müssen mich anhören. Die Bewohner dieser Stadt brauchen dringend Ihre Hilfe. Ah, Sie sind Jacob Fry, oder nicht? Und Miss Fry? Sie haben uns etwas voraus, Sir. Karl Marx, genau wie Sie bin ich eine Art Aktivist. Sie sehen aus, als würden Sie etwas von uns wollen. Jawohl. Sie haben zuletzt mehr für Londons Bürger getan als jede andere Unternehmung in den letzten 10 Jahren. Aber diese Bürger waren bereits relativ gut versorgt. Ich fordere Sie heraus, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen, der Arbeiterklasse. Interessante Herausforderung. Wir akzeptieren. Sollten wir bei solche Dinge nicht wenigstens mal reden? Was soll's? Wir akzeptieren. Ich organisiere ein diskretes Treffen mit gleichgesinnten Freunden, um über Gewerkschaften zu sprechen. Leider hat die Polizei von meinem Vorhaben erfahren. Sie folgt mir wie die Fliege den Exkrementen. Wie dem auch sei, ich brauche Hilfe, um zu dem Treffen zu gelangen, ohne dass die Polizei uns dazwischen kommt. Sehen Sie, das ist einer Ihrer verdammten Spione. Den kann ich damit bestimmt nicht mehr töten, oder? Kommt er nochmal zurückgelaufen? Guck mal, ich drücke nach. Alter, ich drück nach rechts. Ach, Mann, Alter. Alter, ich raste sie gleich aus, Mann. Dann leck mich doch meine Fresse. So, verpiss dich. Gib mir auch einen Sack. Oh. Verdammt. Ach, meine Fresse, ist das schlecht, ne? Meine Fresse, ich kann's nicht glauben. Ja, klar. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Assassin's Creed Syndicate Parts. Ich hoffe, euch hat er gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.